Graz. 11.000 sind heute beim Marathon mitgelaufen. Etliche Rekorde wurden heute beim Graz-Marathon gebrochen, sowohl was die Teilnehmerzahl als auch die Temperaturen betrifft. Allein der Streckenrekord bleibt weiter ungeschlagen. Unglaubliche 11.517 Läuferinnen und Läufer machen den Graz-Marathon zum größten Lauf im Süden Österreichs. Im Zuge des heurigen Marathons werden auch die Polizei-Europameister ermittelt. Der Streckenrekord von 2 Stunden, 11 Minuten und 17 Sekunden ist heute aber nicht in Gefahr, denn das sommerliche Wetter liefert keine optimalen Laufbedingungen, dafür aber ein ganz besonderes Flair. Also ich glaube, Selbstläufer ist es nicht. Wir bemühen uns natürlich jedes Jahr, den Graz-Marathon zu etwas Besonderem zu machen. Und es ist dann irgendwo so die Belohnung, wenn dann die Anmeldezahlen stimmen. Also wir haben heuer 11.500 Starter, sogar mehr. Über das freuen wir uns natürlich sehr. Topfavorit auf den Elitesieg ist der Äthiopier Lemerwerk Ketema in Blau. Er lebt seit dem Vorjahr in Österreich. Aus steirischer Sicht möchte der Schladminger Routinier Andreas Ringhofer um Medaillen mitlaufen. Bei den Damen matchen sich die Wahlsteirerin Cornelia Köpper und die Serienstaatsmeisterin Karin Freitag aus Knittelfeld um den Tagessieg. Die Marathonstrecke ist gleichzeitig auch eine Tanzfläche für einen ganz kuriosen Rekordversuch. Wir werden mit insgesamt 23 Paaren versuchen, den Marathon zu tanzen. Wiener Walzer Marathon über 42 Kilometer. Jetzt aber wieder zum Sportlichen. Der Äthiopier Lemerwerk Ketema hat sich bereits nach 25 Kilometern vom Rest des Feldes verabschiedet. In der Zwischenzeit liefern sich die besten Österreicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf den letzten Kilometern ist Ketema alleine unterwegs. 2 Stunden, 22 Minuten und 8 Sekunden. Seine neue Siegeszeit. Das war schon für mich, ja, Gott sei Dank, schon. Platz 2 und gleichzeitig neuer Polizeieuropameister, der Deutsche Marcel Bräutigam. Auf Rang 11 der Schladminger Polizist Andreas Ringhofer. Anfang hat es sehr gut funktioniert. Ich war eigentlich sehr schnell unterwegs. Aber ich habe leider dann die letzten 6 Kilometer vom Ziel. Ist einfach der Blitz eingefahren und ich war da absolut kaputt. Bei den Damen gibt es erstmals seit 2006 einen rot-weiß-roten Sieg. Cornelia Köpper gewinnt in 2 Stunden, 45 Minuten und 18 Sekunden vor der dreifachen Staatsmeisterin Karin Freitag. Ich habe zwar meine persönliche Bestzeit nicht toppen können, aber ja, natürlich ein Sieg in Graz ist schon was ganz Besonderes. Ich bin ganz zufrieden, es war ziemlich heiß und am Schluss habe ich schon gemerkt, dass ich schon ziemlich dehydriert bin, kenne die Strecke bereits und ist mir schon vertraut und mit meiner Zeit bin ich ganz zufrieden. Das gilt auch für die Walzertänzer. Rekord geschafft und jetzt aber ausruhen für den Marathon 2015.